Hello, hello. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und Moment. Ich nehme dich heute mit mal wieder zur Resteverwertung. Ja, ich bin immer noch im Aufräummodus und ja. Und wieder hier sowas gefunden. Restpapiere, Reststücke, aber auch einzelne ganze Blätter noch. Und zwar diese, das lege ich mal gerade, doch, das lege ich da hin. Und zwar diese. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache aus diesen beiden Blättern diese beiden, diese Hübschitäten. Also, ja, und zwar sowas hier. Da habe ich Magneten reingeklebt und ja, hier ist so eine kleine Pocket. Hier drunter versteckt sich ein Block. Dann kann man das Ganze natürlich aufklappen. Und dann ist hier eine Pocket, wo was drin ist. Und da ist eine Pocket, wo was drin ist. Und hier ist ein kleiner Nupsi. Und auch da hat man dann nochmal so ein bisschen Notizzettelchen. Dann macht man das Ganze zu und auf der Rückseite ist dann auch noch mal so eine Pocket. Ja, das ist natürlich jetzt dieses Papier, was ich hier benutzt habe. Das war sozusagen mein Prototyp. Ne? Das ist ein Inch-Angaben, aber ich habe das alles schon komplett umgerechnet in Zentimetern natürlich auch. Ne? Also das wäre einmal diese. Und dann habe ich hier noch eine zweite. Da sieht es dann so aus. Das ist die Rückseite. Da ist so eine kleine Pocket. Hier vorne schließt und öffnet man das, ne, mit so einem Klett. Und dann macht man das auf. Dann hat man hier so einen Kaskadenblock, austauschbar. Der ist da drunter gesteckt. Und ich sehe ja so ein einfaches Bellyband, sage ich jetzt mal, ne, wo es drunter gesteckt ist. Und da hat man dann einfache kleine Pockets, wo was drin steckt. Da ist dann nochmal so eine Seitenpocket. Ja, und dann kann man das Ganze verschließen. Da habe ich ja gerade schon gezeigt, hier die kleine. Ja. Und ja, wie heißt so schön? One Sheet Wonder, weil das ist ein, so ein Teil ist aus einem Blatt Papier. Fangen wir an mit dem hier. Sind, wie du siehst, einfach relativ neutral. Ne, so einfach nur hier vorne halt Blätter fahren und Rückseite ist relativ neutral. So. Und zwar ein 12x12, also 30,5x30,5. Ich gucke mal gerade, dass die Kamera. So, ich glaube, das kann ich mal hier wegmachen. Dann mein Schneidebrett. Dann wird das Ganze nämlich halbiert. Und ich gehe einfach hin und mache das so. Leg hier wirklich Spitze auf Spitze. Mach nur hier oben einmal so den kleinen Knick. Dann weiß ich, wo meine Mitte ist. Und schneide das einfach mal so durch. Wenn ich die denn finde. Warte, ich werde immer extrem geblendet von dieser Lampe hier. Ich muss den immer nach unten machen. Und meine Lampe, die steht so ein bisschen schräg hier vor mir. Und das ist immer total extrem geblendet. Aber ohne Lampe siehst du nichts. So. No. So, einmal halbieren. Jetzt hast du zwei gleich große Teile. Eins nehme ich jetzt. Und mache Falzen. Na, ich mache jetzt Falzen bei 10,5, bei 21 und bei 25,5. Ich werde auch wie immer, ne, in meinem Discord-Server im Download-Bereich gibt es eine Skizze
mit den Maßangaben, wo man das runterladen kann. Also 10,5, 21 und 25,5. Habe ich hier drei Falzen. Mach die einmal so rum. Jetzt kannst du noch entscheiden, was die Vorder- und die Rückseite sein soll. Oder wenn du Schrift hast natürlich, ne, solltest du das so halbiert haben, dass deine Schrift dann jetzt gerade so horizontal ist. Ne, das ist natürlich, ne, je nachdem, was du für ein Papier benutzt hast. Und der wird einmal so geklappt. Na, und dieses, was jetzt hier, was du siehst, was jetzt hier übersteht, ne, das ist nur das von der Mitte. Das werde ich jetzt einmal wegschneiden. Wo ist mein Bleistift? Ja, das ist halt, ne, wenn man halt in Inch umrechnet, aber... So, wie gesagt, ne, in deine Schrift, das solltest du dann vorher dir überlegen, aber ich glaube, ich mache das andersrum. So, dass die grünen Blätter, also das Grüne nach außen ist. So mache ich das. Dann mache ich schon mal direkt jetzt hier alle Ecken rund. Die lasse ich. Ja. Das. Und weil ich gerade einmal dabei bin und das ja noch in der Hand habe, wird einmal komplett geinkt. So, dann legen wir das mal gerade beiseite und widmen uns jetzt dem anderen Teil. Und zwar wird das jetzt nur geschnitten. Ich zeige dir das gerade mal. Das sind nur Schnitte und das Gestrichelte sind Falzen. Und zwar schneide ich das bei 6 cm. Nehme das 6 cm Stück und mache mir hier oben bei 1 cm eine Falz. Na, dann drehe ich das einmal komplett rum mit der Falz und lege das an bei 12,5 und schneide einmal ab. Na, so dass ich also jetzt hier oben einmal die Falz habe. Na, das lege ich beiseite zu meinem, ne? Dann nehme ich wieder das hier und schneide bei 10 cm. Nehme das und schneide bei 9,5. Und mach mir jetzt, weil das werden die Klappen gleich hier, ne? Die beiden, mach mir jetzt auf der einen Seite, dadurch, dass ich, gucke ich gerade mal, ich habe ja das Grüne hier nach außen, soll ich jetzt das andere so machen oder doch das Grüne? Weil da solltest du dir natürlich auch vorher Gedanken drum machen. Ne? Ach, das ist Stempelfarbe hier. Die Klappen gleichfarbig oder im Kontrast. Warum eigentlich nicht, ne? Ja, mache ich auch. Ja, ich mache jetzt die kleine. 1 cm immer die Falzen bei mir, ne? Aber das weißt du ja mittlerweile schon, wenn du mir folgst. Für alle Neulinge,
Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, aber bei mir sind Falzlinien immer 1 Zentimeter. Falzlinien, also hier so Klebelaschen, ne, sind das ja eigentlich. Klebelaschen sind immer 1 Zentimeter. So, so kommt das ja nachher. Ne? Doch, mit dem Kontrast finde ich ganz gut. Also wie gesagt, je nachdem, was du für Papier hast, ne, solltest du dir da Gedanken zu machen. Also, das ist dieser zweite Schnitt, das sind die Klappen. Dieser Schnitt gerade, der erste Schnitt, wird das Versteck von dem Block sein. Und da lasse ich das grün, ne, weil das kommt ja dann so. Ja, da lasse ich das grün. Der Nupsi wird nachher noch dienlich sein. So. Das. Dann 5 cm. Die bleiben auch so. Und das Reststück wird einmal gedreht und bei 11,5. Ja, 11,5. So, das kann weg. Na, also, da kommt ja gleich, also obwohl du kannst es ja machen, wie du möchtest. Das ist ja hier dieser, ja, und da ist dann auch gleich dieses Nupsi-Teil. Hier kannst du ja so einen Block drunter machen oder eine kleine Mini-Lage, also Signatur könnte man hier auch reinmachen. So eine ganz kleine Mini. Ich glaube, das mache ich diesmal auch. Ich glaube, ja. So, und das, was gerade, ne, dieser Streifen, das wird hier hinten diese Pocket werden. Na, da muss ich nur mal hier anpassen. Das ist, glaube ich, nur ein Müh, was hier weggeschnitten wird. Na, siehst du, also das ist wirklich nur so ein Fitzelchen. So, machen wir die auch wieder im Kontrast. Ja. Ja. Da mache ich aber eine Kerbe rein. Einmal die Mitte ermitteln. Der Else zum Knabbern geben. Die Ecken. Nur hier die oberen mache ich hier dann gerne rund. Dann nehme ich auch hier das kleinste. Ich liebe ja solche Teile und vor allen Dingen kann man da so schön die Restpapiere mit loswerden, sozusagen. So, das war die hintere. Hier habe ich ja gerade gesagt, von wegen, ich habe hier ja so Zettelchen rumfliegen. Ja, das wäre eh zu, ne? Das sind immer so Reststreifen, die ich abreiße, wenn ich Signaturen, also Lagen zusammensetze. Klammer ich mir dann immer direkt zusammen. Aber das will ich jetzt gar nicht, sondern ich bin hier noch so liegen. Postschnitt.
klar kann man reißen, aber in dem Fall wollte ich es jetzt ja gerne ein bisschen ordentlich haben. Kriege ich das zweitlos natürlich nicht. Natürlich nicht. Habe ich noch irgendwo so ein Blatt? Was ist das? 8,5. Was brauchen wir an Höhe? Ja, kann ruhig ja oben und unten so ein bisschen. Ja, 14,5. Also das ist jetzt optional hier, ne? Aber wenn du das so möchtest. So, das ist jetzt mein Maß, weil das wird ja dann gleich. Ja, guck, es reicht dann auch hier so drei Blätter, ne? Na. Und die kannst du jetzt einnähen oder das werde ich machen, ich tacker die. Ich habe ja so hier meinen Lulatsch, meinen langen Lulatsch. Musst du gerade einmal gucken, der gerade ist. Natürlich wieder schief. Egal. So. Ja, ist jetzt zusammengetackert. Und dann klebe ich das rein. Jetzt mache ich nur hier Kleber drauf. Also wie gesagt, das ist total optional, ob du das so machst oder nicht. Das ist mein Prototyp. Ja. Ne? Wie gesagt, hier habe ich ja einfach nur so einen Block da reingeklebt. Ne? So ein paar Reststücke hier zusammen und den dann da reingemacht. So, den Nupsi, den Verschluss. Runter. So. Da drunter und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie habe ich den hier dran gemacht. Doch, den habe ich da auch so reingesetzt. Ja. Den habe ich da auch so reingesetzt. Aber dann mache ich erstmal die Ecken. Wie du siehst, alle Teile, die wir jetzt geschnitten haben, die werden jetzt nach und nach verarbeitet. Dann gehe ich erst noch mal hier längs. Und du kannst das auch mit Magnet machen. Du musst das nicht mit Klett machen, aber meine Magnete sind langsam alle empty. Beziehungsweise ich habe noch welche, aber die sind nicht so gut. Wobei, die kleinen sind eigentlich gut gewesen. Diese, die waren nicht so gut. Ich kriege sie jetzt nicht auseinander. Die sind so fitzelig klein. Dann bleibe ich doch beim Klett. Also. Jetzt gucke ich aber erst, bevor ich den Nupsi dran setze,
schaue ich erstmal, wie ich meine Klappen hier ranmache. Das ist der Block, das ist die Klappe. Na, also das, damit du dich nicht vertust, ne? Also das längere ist für den Block für vorne und die kürzere ist die Klappe. Einmal dieses und dieses. Das kommt ja hier so, ne? Ah, das hätte ich natürlich vorher. Also ich bin dummi. Das kommt vorher da dran. Das kommt unter der Tasche. Ne? Hier habe ich das unter der Tasche geklebt. Kriege ich den nochmal gelöst. Schaue ich nochmal eben. Na, klappt das? Wenn ich Glück habe. Ich überlege gerade, ob ich da... Ich klebe da einfach gleich noch mal einen Washi-Streifen drauf. Also bitte, ne, dran denken. Die noch nicht draufkleben. Erst kommt deine Klappe. Weil das sollte unter dieser Tasche sein. Aber ich werde dann gleich einfach Washi darüber machen. Ja. Aber hier machen wir erstmal den Grund. Ja, ich mache das immer gerne so ein bisschen schräg. Weil ich bin ja auch schräg und deswegen sind bei mir die Klebelaschen auch immer schräg. Und das hier rund, weil ich bin ja auch rund. Läuft manchmal rund bei mir im Kopf. Ja, ich weiß, ich habe heute Morgen Kasper gefrühstückt. Passiert schon mal. Ne? Kannst du dir jetzt überlegen, ob du die große vorne machst oder die kleine oder. Kannst du da hin und her spielen. Und hier machen wir den Block. Notepad. Das kommt hier so hin. Da gehe ich wirklich bis ganz zum Rand, nur dass er so bündig ist. Klebe. Einmal ranhalten und dann hier so. Ja, da gehe ich gleich nochmal mit der Trudi die Ecken abknabbern. Jetzt habe ich hier gar nicht angeschrägt, egal. Es geht auch ohne schräge Ecken, aber es ist manchmal schöner. So, das. Da knabbern wir nochmal. Jetzt machen wir das hier. Jetzt gucke ich gerade mal auf welcher Höhe. Machen wir die gleich unten hin. Hier habe ich die unten angesetzt. Okay, und wenn ich die so ansetze, die so, geht das doch auch, oder? Ja. Dann mache ich die so. Ja, hier werde ich gleich einfach so ein Washi drüber setzen, damit man das halt nicht sieht. Wie gesagt, erst die Lasche, dann die Tasche. Das reimt sich sogar, ne? Erst die Lasche, dann die Tasche. So. Das kommt nachher so. Dann haben wir nämlich hier so Flip, 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 Flip. Jetzt gerade mal schauen. Hier habe ich ja innen einfach nur die Pocket draufgesetzt. Von so einem Reststück hier. Das wird gleich eine Journaling-Karte. Das hier zum Beispiel.
einfach nur so ein Tackspot oder so. Das wird mein Nupsi und das ist noch die, ne? Und dann ist wirklich dann schon alles weg. Mal schauen, den hatte ich ja hier. Oder? Wo habe ich den hingeklebt? Ne, den habe ich hinter dem Block geklebt. Okay. Dann können wir den noch hier hinkleben. Genau, deswegen wollte ich ja noch warten mit dem Nupsi hier. Nicht ganz nach unten. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, wie das vorne mit dem übereinkommt. So ein bisschen vermittelt ist. So, ne, dass das ungefähr so ein bisschen vermittelt ist hier. So. Muss man jetzt mal eine Markierung machen, bevor ich den jetzt wieder wegziehe. Sieht man das? Ja. Mal eben gucken hier. Mache ich dann mittig. Das mache ich mittig jetzt hiervon. Nicht hiervon, sondern von der Klappe mache ich das mittig. Sollte vielleicht auch mal hier so einen Knick reinmachen, ne? Also so ungefähr. Das klebe ich jetzt auf. Ungefähr mittig, ja. So, ruhig ein bisschen Spiel lassen. Wo sind meine Kletz? So extrem. Aber ich mache trotzdem immer noch so einen Klack. So. Das, dann kommt hier und hier Kleber hin. Das wird ja auch noch mal als Pocket genutzt. So. Ja, dann ist jetzt hier auch eine Pocket. Da mache ich dann auch die Pocket hier unten. Oh, komm, machen wir doch da. Und dann ist das erste schon fast fertig. Kannst du das jetzt, ne? Hier könnte, würde ich jetzt auf alle Fälle noch stempeln, schablonieren. Ne, kleine Label eventuell noch irgendwie mit einsetzen. So, das ist jetzt noch übrig von dem großen Blatt. Ne? Da mache ich jetzt einfach hier Journaling-Karte erstmal als Platzhalter. Wo ist denn hier meine Dicke?
das Ganze ist natürlich hier nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern da bin ich inspiriert worden von Cori Damon heißt die Gute, die sich das hier ausgedacht hat. So, damit, ne, weil das jetzt ein bisschen dicker hier ist, deswegen habe ich das gerade noch nicht umgefaltet. Jetzt gebe ich dem Ganzen ein bisschen Platz, ne, lege mir praktisch mein Lineal dahin. Wenn es möglich ist, ein bisschen gerade und ziehe hier jetzt einmal so, also ne? Ziehe mir hier eine Falz in der Hoffnung, dass das reicht. Ja, das reicht. Und habe dann praktisch wie so einen kleinen Mini-Buchrücken, ne? Damit das dann halt sich besser umfalten lässt. So. Und damit, ne, ist das ganze Grundgerüst komplett fertig. Also alle Teile sind verbaut, wie du siehst. Da ist kein Lupsel mehr übrig. Außer eventuell hier sowas. Oder die Ecken, die ich abgeschnitten habe. Ansonsten ist alles hier drin verbaut. Hier drunter, da mache ich jetzt noch diesen Block, den ich ja auch hier drunter gesetzt habe. Ne? Was habe ich denn hier? Nur 2-3 Blätter. Ja. Mache ich dann auch nicht groß bei Hai. Dann nehme ich meinen kleinen Tacker. Tacker oben einmal. Da einmal. Und dann klebe ich das auch nur in dem oberen Bereich einmal fest. Ecken noch mal hier ein bisschen abrunden. Na, dann mache ich jetzt mal einen Moment hier die Klammer drauf. Ja, hier hatte ich ja Magnetverschluss gemacht. Aber jetzt mache ich da einen Magnet hin. Ja komm, machen wir auch einen Magnet hin. Manchmal ist es ja kurios, ne? Dann klebt es überall da, wo es nicht kleben soll. Da, wo es kleben soll, da klebt es dann nicht. Ne? So. Den mache ich mir jetzt hier so. Und ja, ich mache das mit Tesa. Beziehungsweise Tesa ist ja eine Firma. Ich benutze diese Firma aber nicht. Ich habe Scotchband, weil das unsichtbar ist, wie du siehst, stumpf ist, also nicht glänzend, also matt, und man kann es beschreiben, also man kann darauf schreiben. Deswegen, wo ist der Magnet jetzt hin? Wo hängt er fest? Da hängt er fest. Na, kommst du? So, hier habe ich den jetzt festgeklebt, ne? Ich, aha, so klebt der. Muss den jetzt aber praktisch so. Ja, der Klebeseite. So. Und das würde mich jetzt stören, dass man das sieht, und deswegen klebe ich da später noch was drauf. Sticker oder
Die-Cut, irgendwas. Ein Label, irgendwas wird mir dazu einfallen, was ich da drauf klebe. Das kann man jetzt auch wieder abmachen. So, und damit ist das erste fertig. Ja, da würde ich auch noch was drauf kleben. Hier ist dann das. Und dann kann man das Ganze jetzt noch mit Inhalt dekorieren, mit Sticker, mit Stempeln, mit Schablonen und. Aber ich habe wieder ein Blatt weniger, ne, von diesen einzelnen Restblättern. Hier werde ich auf alle Fälle Boschi drauf machen. Guck mal eben, was habe ich denn hier für Boschi? Guck mal, hier habe ich was Braunes, Florales. Das nehmen wir direkt. Oh, ja, okay. Es reicht dann nicht mehr. Ja, komm. Das war wohl nix. Was haben wir denn noch hier? Ich bin ja kein Freund von Washi-Tape, ne? Deswegen habe ich auch nur so Furchtbares. War mal ein Test. Ne? Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist grau, das passt nicht. Hier haben wir Schmetterlinge. Hier sind so verschiedene drauf, das geht schon gar nicht. Hatte mir mal bei Amazon so ein Mischpaket geholt, wo so verschiedene drin waren. Reicht das? Guck mal, das reicht doch. Da sind Schmetterlinge drauf. Schmetterlinge gehen immer. Ja, ich mache das gleich nochmal ab. Ja, toll, Ute. Boah, du bist auch also wirklich. Jetzt muss ich ein breiteres nehmen. Ich wollte Kleber drunter machen, deswegen wollte ich das nochmal abziehen. Ich sage, ich bin kein Freund von Washi. Und Washi ist auch kein Freund von mir anscheinend. Alles komischer. Ich weiß auch nicht, was ich da für ein Shit gekauft habe. Das kann man auch nicht da drauf machen. Stunden später. Einzige Washi, was ich wirklich mag, das ist das hier. Aber das passt jetzt hier natürlich nicht drauf, ne? Weil das ist auch eine mega Rolle gewesen, ne? Also da müsste ich echt mal gucken, ob es die noch gibt. Hier sind auch Schmetterlinge. Und das ist auch breiter. Jetzt mache ich erst den Kleber drauf, ja? Ich mache jetzt erst den Kleber drauf. Ja, weil Washi hat ja immer so die Angewohnheit, nicht zu halten, ne? So. Jetzt brauche ich nur den Eingang hier. Guck mal, schon sieht man davon nichts mehr. Kennst du das, ne? Das habe ich schon, glaube ich, öfters gesagt. Wenn der Schuster Leisten sitzt, dann hat er was zu verstecken. Nicht der Schuster, der Schreiner. Der Schreiner. Ich komme immer noch nicht auf diesen Merksatz. Habe ich schon tausendmal jetzt nachgefragt. Keiner kennt den. Und ich weiß, dass es den gibt. Das ist, ne, also sinnbildlich, wenn der Schuster was zu verstecken hat. Der Schreiner. Nicht der Schuster, der Schreiner. Wenn der Schreiner was zu verstecken hat, dann setzt er Leisten. Und das Ganze aber in Reimen. Dann machen wir jetzt nochmal hier so ein bisschen. Ja, guck. Jetzt, aber bitte. Jetzt guck dir das doch mal an. Das sieht doch so aus. Das musste doch so. Also wirklich, ne? Also du musst dann auf alle Fälle so eine Schmetterlings... Nein, Quatsch. Du bist einfach schlau genug und setzt diese Pocket erst zum Schluss drauf. So. Ja, aber wie heißt es so schön beim Journaling? Das muss so. A little happy accident. Ach, meine Brille gerade. Moment. Ich habe so furchtbare wie heißen die denn? Diese Nasenpätzchen, so ganz furchtbar. Die sind so wabbelig. Und wenn ich die Brille einmal verkehrt geschoben habe, dann knicken die. Furchtbar. Aber ich konnte die harte nicht vertragen. Die haben mein zartes Näschen
irgendwie. Wieso habe ich denn hier so Kleberreste ausgelaufen? Was ist denn hier passiert? Weiß ich auch nicht. So. Also, wie gesagt, ne? Grundgerüst ist fertig. Ein komplettes Blatt ist verbastelt. Ich habe hier zusätzlich noch so ein bisschen gefärbtes Papier genommen. Und ja, jetzt bleibt es dir dann überlassen, das Ganze noch mit Stickern. Hier oben würde ich zum Beispiel jetzt auch nochmal die Schmetterlinge hinmachen, weil das gefällt mir auch nicht. Kann das natürlich auch, wenn du anderes Papier hast, ne, wo irgendwelche Muster drauf sind, fällt das vielleicht gar nicht so sehr auf. Oder man kann das Ganze auch bestempeln. Wo habe ich denn die Kleberflasche da? Ja, da war auch wirklich dann, ne? Das habe ich vorher noch nie benutzt. Du hast jetzt gesehen, was ich abgezogen habe. Also sorry. Aber ja. Das zum Thema, so ein Mischpaket. Dann wird immer angepriesen. Wer weiß, wie viele Rollen da drin sind. Und dann hast du zweimal dran gezogen und dann ist es leer. Ja, guck. Auch da passt es super. Das werde ich jetzt noch so ein bisschen bestempeln und alles. Und das andere kommt in einem anderen Video, damit das nicht zu lang wird hier. Ganz einfach, machen wir das so. Ich denke, das war's. Also, ich habe hier auf der Vorderseite nochmal so, ne? Ich habe ja am Anfang gezeigt, ich habe ja auch hier, ne, nicht nur restliches Papier, sondern auch so diese Abschnitte, ne? Da waren ja so runde Teile. Das habe ich dann einfach mal hier so ausgeschnitten und hier drauf geklebt. Wie gesagt, das ist ja mit einem Magnet verschlossen, ne? Hier habe ich ja so ein bisschen mehr Platz gelassen. Hier hinten ist einfach nochmal so eine Restkarte. Da könnte ich eigentlich auch nochmal einen Sticker drauf machen. Reingekommen, ne? So ein bisschen bestempelt. Und ja, ne? Ich habe ja gesagt, den Magnet, das werde ich verstecken. Das sind so, das kann ich hier so... Die habe ich schon Ewigkeiten hier rumfliegen. Glas, Porzellan, Deko-Sticker sind das wiederverwendbar. Also, ja, wie gesagt, ich fand die damals sehr schön. Die sind, kann man das erkennen, die sind auch so ein bisschen mit, das kann man, glaube ich, leicht erkennen, ne? Die sind so ein bisschen mit Goldglitzer auch da so versehen. Also, ich fand die erstmal von der Farbgebung sehr schön. Ja, warum ich die gekauft habe, frag mich nicht, ne? Die gehört, das war so ein Set, das gehört alles zusammen. Wollte ich vielleicht mal irgendwo auf dem Glas machen. Ist nie passiert, aber jetzt sind sie dann halt hier gelandet. Ja, da auch nochmal ein Sticker. Da ist ja auch der andere Magnet drunter, ne? So, dass es dann halt so plöppt. Und ja, dann so ein bisschen jetzt dekoriert. Dann noch ein bisschen jede Menge von den Stickern. Ich habe ja hier ja, diverse so Kleinzeug-Sticker drin. Aber die glänzen ja alle immer so extrem. Deswegen habe ich hier Matt Medium drüber gemacht. Ich mache auch schon mal, wenn ich im Journal mit den Stickern arbeite, mache ich einfach Stempelfarbe drüber. Ne? Die Oxide-Stempelfarbe ist ja dann auch ein bisschen mattiert. Aber jetzt habe ich hier halt abmattiert, sozusagen beim mit Matt Medium. Ja, auch hier nochmal so ein Label. Da ist dann jetzt der Block. Da habe ich auch nochmal so ein bisschen was dran gemacht. Und einfach nur hier so, ja, ne? Ich habe halt gerne so Tabs da dran. Ne? Ob jetzt so kleine Tabs oder an den Seiten Tabs. Ist halt so eine Macke von mir. Hier ist einfach nur so ein bisschen, ne, bestempelt. Das soll ja eigentlich so ein Notizzettelchen sein. Hier ist auch nochmal was draufgeklebt. Und dann hier halt, ja, Sticker und Kärtchen. Von den Abschnitten jetzt, was ich da noch hatte, mit hier rein. Und das ist ja das, was eigentlich übrig geblieben ist von dem Blatt, was ich dann jetzt hier so ein bisschen bestickert habe. Ja, auch hier, ne? Da habe ich so einen Sticker gehabt, der so in der Mitte, da muss ich, glaube ich, nochmal mit der Schere anschneiden, der so eine Mitte ein Loch hatte. Und ich dachte mir, das passte genau jetzt hier für dieses Klettteil. Ne, da ist ja diese kleine ja, Mini-Lage drunter gekommen. Und das war's. Damit ist dieses kleine süße Teilchen fertig. Und ja, das andere, wie gesagt, das würde sonst ne, 2 Stück in einem Video, das ist einfach zu lang. Kaum noch einer guckt sich, wer weiß, wie lange Videos an. Von daher, im nächsten Teil gibt es dann das andere. Ja, lass mir gerne einen Kommentar da und wenn du magst, wenn du Lust hast und überhaupt, sehen und hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschö.